Willkommen zurück hier aus Köln. Ich bin gerade auf dem Weg ins UFO und habe gleich erstmal eine schöne Formel-1-Aufnahme mit den Jungs von Kieski und mit Salu. Michael ist auch da, wir schneiden doch fleißig auf Vlog von gestern. Ich hoffe, ihr habt den schon gesehen. Mal schauen, wie er so geworden ist. Noch weiß ich nicht, ob ich ihm ein bisschen unter die Arme gegriffen habe oder ob er wirklich alles hier alleine gemacht hat. Er hat auf jeden Fall die Nacht fast durchgeschnitten. Ich glaube, bis 4 Uhr morgens hat er gesagt. Sehr fleißig, das muss man ihm lassen. Ich hoffe, er hat noch geschafft, ein bisschen zu schlafen. Ja, mit ihm werde ich dann nach der Formel-1-Aufnahme das machen, was er gestern schon versprochen hat, Leute. Nämlich einen schönen, fetten Carport von diesem Auto hier. Ein paar Wochen habe ich jetzt hier schon das C63 Cabrio. Und so langsam aber sicher, dass dieses Auto auf jeden Fall einen fetten Carport verdient. Das heißt, das alles kommt gleich, aber erstmal einen schönen Formel-1 aufgenommen. Michael, wie geht's dir? Ja, du warst gut. Gut geschlafen? Ja, sehr gut, danke. Ich muss schon sagen, das hast du sehr, sehr gut geschnitten. Also auf jeden Fall mein Respekt. Michael hat ja, wie gesagt, über Nacht geschnitten hier und das ohne irgendwie meine Anweisung. Wir haben am Anfang ein bisschen gequatscht, zwischendurch mal kurz um 22 Uhr, als wir dann nach Hause gefahren sind. Aber danach hast du alles alleine gemacht und zeigst mir jetzt hier gerade morgens einfach nur, was du hier gemacht hast. Und ich finde das super. Bisschen Reverse Engineering gemacht heute Nacht. Also hast du dir so andere Vlogs sozusagen angeschaut? Ja, ich kenne ja deine Vlogs. Hat sich ja Kreis geschlossen, also es war nichts mehr offen, außer das Intro, aber das... Aber das ist voll interessant, das ist sozusagen Reverse Engineering, ne? für die Leute, die den Begriff nicht kennen, dass man halt was nimmt und versucht einfach zu verstehen, wie das Ganze aufgebaut wurde, um es dann selbst wieder nachzubauen. Ne? Das kannst du ja bei allen möglichen Sachen machen, jetzt nicht nur bei Videos, sondern kannst du hier, keine Ahnung, kannst du ein Handy nehmen und dann aufmachen und gucken, was im Bauteil drin sind und dann versuchen, es wieder nachzubauen. So eine Art hast du dann sozusagen mit dem Bock gemacht und ich muss sagen, es ist sehr, sehr gut geworden. Man sollte vielleicht mit dem Toaster anfangen, erstmal nicht, ja, nicht mit dem Handy. Handy ist wahrscheinlich sehr kompliziert. Aber das macht wirklich Spaß. Reverse Engineering ist wirklich cool. Also egal, ob es kaputte Elektrogeräte ist. Vor allem der Erfolg, wenn man es dann schafft. Ja, ja. Sehr cool. Und ich bin wirklich richtig zufrieden mit dem Vlog. Mega gut, vor allem dafür, dass du jetzt zum ersten Mal hier gerade einmal den Vlog geschnitten hast. Also ich habe, was ihr gestern im Vlog gesehen habt, das hat eigentlich praktisch alles, das der Michael gemacht hat, nur eine sehr kleine Änderung noch gemacht. Also hast du gut gemacht, mein Lieber. Dankeschön. So, jetzt nehme ich erstmal Formel 1 auf. Darf ich fahren? Super. Ich wollte nicht fragen, aber wenn du auf der Seite einsteigst, dann habe ich gedacht. Ich durfte ja gestern dein Auto fahren, weißt du? Jetzt darfst du hier mitfahren. Bist ja ein sehr vorsichtiger Fahrer, ne? Auf jeden Fall. Ich werde immer angehalten, weil ich zu langsam fahre. Was ist denn das für ein Klang? Ich muss kurz... Ja, du musst hier komplett das Dach aufmachen. Klar. Ja, auf jeden Fall. Also mach dir hier da an der Seite, mach dir da mal an, dass du ganz rechts, ganz rechts. Ja, genau. Aber du warst richtig fancy hier. Ja. Oh. Oh, das ist, ich bin in meinem Leben nur einmal Cabrio gefahren auf Mallorca, also im Leihwagen. Da bist du richtig in Köln angekommen. In Kalifornien. Ach so, Kalifornien, natürlich. Oh! Alter, das ist ja richtig gut. Oh. Ich glaube auch, als Cabrio-Fahrer wirst du weniger oft angehalten. Weißt du, weil Cabrio-Fahrer sind Chiller, die machen nichts. Die sind so entspannt, die würden nie irgendwas was Böses machen. Nie irgendwas. Ich bin in meinem ganzen Leben noch nie von der Polizei angehalten worden. Was? Fahrer. Noch nie? Noch nie. Oh, das ist echt ein brutales Auto. Und das ist jetzt nicht gerade in irgendeinem Fahrmodus, der irgendwie so mega sportlich ist, oder? Das ist ganz normal. Da, du bist schon individuell, da habe ich schon ein paar Sachen sportlich. Ein paar Sachen. Ja, ja. Ja, weil der hängt am Gas, ey, als würdest du Vollgas geben und nur abziehst. Willst du lieber Komfort fahren? Nein, danke. Der kommt da schon hinten, ne? Ja, klar. Merkst du, ne? Das aber geht schnell. Ne? Ja. Und ich hab mich schon gewundert, warum du mein Auto so angenehm fandst. Der ist ja auch echt böse. Der hier ist schon sehr böse. Das war Serie. Der ist Serie, nichts verändert. Mit einer Hand auch hier am Lenker. Ja, sorry, weil ich nur ein bisschen Gas gebe, habe ich nicht das Gefühl, dass man hier... Nee, ich dachte, du bist schneller, Mann. Heftig. Ja, macht echt Spaß. Na gut, dann mal zur Waschanlage. Kann eigentlich nicht sein, Leute, das hier ist so ein Stau, weil wir sind jetzt über eine halbe Stunde haben wir gebraucht und eigentlich fährt man hier 5 Minuten hin. Und hier sehen wir jetzt Carwash. Eigentlich wollten wir halt den Carport nachher noch hier schön im Hellen machen. Jetzt ist es aber, ich meine, es ist Winter, die Sonne geht hier schon vor 5 unter. Das kann echt nicht sein. Man guckt nach, wann ist der Sonntaggang? 16 Uhr noch was. Wie kann das so? Was war das jetzt? Sorry, ich wollte den vorbeilassen. Tut mir leid. Kann nicht fahren. Bitte mach weiter. Ja, gut, dann hier such dir mal schön einen Stall, wie sagt man dazu hier? Ja, ich suche eine Box. Such dir eine Box. Ja? So, und vielleicht sollten wir auch mal das Dach zumachen, wenn wir alles waschen. Ja, der ist schon ein bisschen dreckig geworden mit der Zeit. Ne? Also schaut mal hier, da ist, ne, können wir gar nicht richtig malen. Oder auch hier hinten, also das ist alles nicht so ganz das Wahre. Ne? Da muss ich mal schön hier Hochdruckwäsche, Schaumbürste, Glasspülen, Heißwachs, Glanzspülen, volle Programm. Wow.
Das war's, Leute. Wir haben aber, glaube ich, hier gut das Wasser ausgenutzt. Perfekt gewaschen den Wagen. Zum ersten Mal, wie gesagt, seit ein paar Wochen. Jetzt gänzt er wieder wie bei der Auslieferung. Vielen Dank, Michael, für die ganze Hilfe. Jetzt müssen wir nur noch einen guten Ort finden für den Carporn, weil wie ihr seht, es ist ziemlich dunkel geworden mittlerweile. Und Carporn muss natürlich auch fett aussehen. Also mal schauen, was wir finden. Dann suchen wir mal was, wo wir hier schön drehen können. Ist gar nicht so leicht, ohne Licht einen Drehort zu finden, aber Carporn kann da natürlich auch geil aussehen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Michael? Ja. Wenn du Carporn drehen möchtest. Ach, das ist, ich weiß nicht, ich finde, das gehört einfach dazu, wenn man ein neues Auto hat. Nee, aber stimmt, denn der Wagen hier, der hat einen Carporn verdient. Wäschst du häufig ein Auto selbst? Immer. Ich mag das voll gerne. Mich beruhigt das. Du hast mich ja gefragt, was ich so gerne mache zur Beruhigung. Autowaschen tatsächlich mag ich gerne. Aber nicht so tuningmäßig, weißt du, dass mir das wichtig ist. Ich mag einfach nur, wie das riecht und diesen Vorgang. Weißt wie du? Das riecht? Du magst den Waschmittelgeruch und sowas? Ja, so alles. Aufräumen hat immer irgendeinen psychologischen Effekt, ob du willst oder nicht. Hier vorne sieht auf jeden Fall nice aus. Wir sind gerade bei einem Baumarkt, Leute. Es ist schon spät, Leute, nicht mehr so viele Besucher hier auf dem Parkplatz. Ich glaube, das ist echt eine mega nice Location hier. Ich meine, schaut euch an, hier unter den Bäumen, dahinter noch irgendwie Baugut und so weiter und so fort. Und der Wagen frisch gewaschen, Wasser perlt, noch herunter, getrocknet haben wir jetzt nicht. Eigentlich müssen wir noch mit Handtuch dann so schön drüber waschen. Ja. Wäre eigentlich auch noch was. Aber hier, Leute, in dieser Location gibt es jetzt den ersten richtig fetten Carporn von Michael. Los geht's. You got your look, got your look, you got your look, that's me love. And keep the fire burning, baby. Also Leute, der erste Carporn hier von Michael. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wir haben auf jeden Fall einiges gerade eben an Aufnahmen gezogen. Ich zeige mal gerade im Hintergrund eine Timelapse, wie wir hier die ganzen Aufnahmen gerade gemacht haben. So sieht es ungefähr aus, wenn man halt einen Carporn macht. Man läuft einfach nur rund ums Auto herum, nimmt möglichst viele verschiedene Winkel auf und schneidet es dann auf einen schönen Track alles knapp hintereinander weg mit schönen vielen Detailaufnahmen. Wir fahren jetzt auf jeden Fall gerade mal weiter ins 25-Mate-Büro, denn da ist Kati noch und die wollte Michael natürlich auch noch kennenlernen. Und du hast ein Geschenk für Alfie dabei, ist erzählt. Ja, eine Kleinigkeit. Aber gut, Leute, dann fahren wir jetzt erstmal rüber zu 25 Mate. Ich glaube, Alfie freut sich schon. Hi. Hi. Ich kenn's denn. Hi. Ich auch, ne? Hallo, Alfie. Na? Na, guck her. Hallo, na? Na? Na, wie da? Wer ist das? Wer ist das, ne? Wer ist das, ne? Na, wer ist da vorne? Guck mal da. Oh, der ist aber echt süß, ey. Ich dachte erst, das wäre so ein Meerschweinchenhund, weißt du? Der nicht so cool ist. Der wird noch aber, größer auch noch, ja. Ne? Der ist noch relativ klein. Oh, guck mal hier, wer ist da? Oh, aber wenn er so viel. Wenn der Fremde nicht so gut findet, ich weiß nicht, ob er das. Ich habe dem Hund nämlich was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der das dann so gut finden wird. Doch, bestimmt. Alfie, möchtest du ein Geschenk haben? Hast du dabei? Ja, klar. Jetzt ist die Frage, ob er den mag oder nicht. Weil ich habe gedacht, weißt du, gerade so wegen Autofahren ist ja für Hunde immer nicht so geil, wenn die jung sind. Und Alfie ist ja schon alt. Kathi hat Alfie wirklich nach diesem Alf hier benannt. Und er hat hier, guck mal, das ist der echte Alf. Ja, Micha, guck mal. Guck mal, ist der echte Alf. Ja, guck mal, das ist ganz nett eigentlich. Der hat auch so lange gemacht, glaube ich. Ja. Oder möchte er aber auch essen? Ich wusste, dass er angeknabbert wird. Morgen ist das T-Shirt schon mal aus. Ja. Der ist wirklich schon alt. Ich habe nämlich hier hinten geguckt, 88 steht da drauf. Und hier steht noch in W.Germany, also in Western West Germany. West Germany, wo das produziert wird. Ja, fand ich sehr lustig. Also Alf hat schon einiges erlebt, also politisch. Ja, siehst du schon. Jetzt mag er ihn hier schon. Besser. Ja, die sind auch schon ähnlich. Ne? Nur Alf hat ein bisschen mehr Farbe im Fell. Ja, stimmt. Das habe ich mir doch gedacht, dass die sich verstehen, die beiden. Und du wolltest Alf hier auch mal sehen, ne? Was sagst du natürlich, zu Alf? Auf jeden Fall. Vorgestern, der beißt. Guck mal. Also vorgestern habe ich ihn, glaube ich, zuletzt in einem Video gesehen und da war er noch halb so groß. Es geht wirklich so schnell, das ist echt krass. Also er ist wirklich schon so groß wieder hier. Und er ist total weich. Ja. Also so richtig weich. Und man merkt auch noch, dass hier noch ganz schön viel Haut ist. Also der wird noch deutlich größer, glaube ich. Ja. Der ist noch so ein bisschen flapsig. Ja, das war ja klar. Oh, das sieht auch so witzig aus, ne? Alf mit diesen Augenbrauen. Guckt doch voll entsetzt. Na gut, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zum nächsten Vlog. Und vielleicht sehen wir uns morgen auch nochmal hier mit Michael kurz wieder. Ist ja noch eine Nacht hier in Köln. Ich komme nochmal vorbei. Ja, vielleicht schauen wir mal. Mal sehen. Vielleicht sehen wir uns auch im Vlog also nochmal kurz wieder. Aber das waren sozusagen jetzt seine offiziellen 2 Probetage hier von Michael. Wie fandet ihr ihn so, Leute? Ja, seid nett, aber schreibt es in die Kommentare. Und ja, ansonsten würde ich mal sagen, gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao.
Ich habe zwar gar keine Kamera mitgenommen, aber ich glaube, ich konnte euch das hier einfach nicht vorenthalten. Wir sind gerade hier am Salat essen, wie ihr sehen könnt. Und auf der anderen Seite des Tisches. Da ist Philipp am Start. Na? Alles gut bei dir? Ja, alles super, Mann. Philipp ist einfach heute hier in Köln und hat mal spontan im UFO vorbeigeschaut. Sehr schön. Ist ja schon hier schön am Quatschen. Das ist jetzt Teil des Vlogs, ne? Ja. Ich dachte gerade, das ist... Weißt du, was ich gedacht habe? Ich dachte, das ist nicht sagen. Instagram, dachte ich gerade. Als wir weggegangen sind, habe ich darüber noch gedacht, Gott sei Dank, diesmal keine Kamera und wir filmen kein Essen. Das kannst du knicken. Ich wollte ja echt eigentlich nicht filmen, aber ich wollte einfach mal hier so privat mal wieder mit Philipp quatschen, weil ich es auch lange nicht gesehen habe. Was ist dein Tipp für Michael so? So als Team Spiegel zu Team Spiegel? Ja doch, eigentlich kannst du schon. Ja, bleib so wie du bist, auf jeden Fall. Nee, ich habe ihn jetzt kennengelernt, er ist so eine krasse Persönlichkeit. Und Leute, es kommt nicht immer auf die Skills an, sondern auf die Person, die hinter der Kamera ist. Soll das heißen, er hat keine guten Skills? Nein, das will ich doch gleich damit sagen. Was ich damit sagen will, ist, es kommt darauf an, was für ein Mensch dahinter ist, weil damit ein gewisser Vibe entsteht und dieser Vibe im Film oder im Vlog oder wie auch immer dann auch übertragen wird. Spürst du den Vibe? Ja, ich spüre auf jeden Fall den Vibe. Das meinst du, mein Essen hier schon passiert. Wir spüren alle den Vibe. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt verstehen bei dem Handyton hier. Aber das ist so weit hier vom Essen. Jetzt geht's aber zum Autowaschen.